Hallo Aaron, ich möchte euch heute gerne ein Video drehen, wo ich hier bin. Dass ihr auch wisst, wie ihr hören könnt schon, sind hier einige Sachen. Da sind unsere Sachen abgelegt. Hier ist mein Beutel, Sakura. Da hinten ist eine Brücke. So, da gehen die Steine entlang. Den ihr plätschern hört. Da oben ist ein kleiner Stein, wo ich mich vorhin draufgesetzt habe und fast runtergefallen bin. Auf diesem Stein dort, ungefähr der da, hat mich vorher auf die Schnauze gehauen. Da habe ich mir am Knie wehgetan, ein bisschen. Und meine Hand ist dann brandleicht angeschwollen. Da ist Papa, er arbeitet in einer Felsspalte. Warte, ich zeige sie euch. Ungefähr dort. Geht noch etwas unter den Stein. Da vorne sind wir durchgegangen. Kann man nicht so gut sehen, aber mit großen Augen schon. Dort vorne, vielleicht könnt ihr es erkennen, geht der Wald ungefähr so steil runter. Ich sag's euch, Papa ist einmal ausgerutscht. Na gut, mich hat ein paar Mal hingehauen, aber bin nicht gerollt. Papa auch nicht. Da oben werden wir wahrscheinlich dann rausgehen. Ich weiß noch nicht, wie wir durchkommen. Aber wir wollen da hochklettern, über den Stein da hoch, da, dann gehen wir da rüber und dann ungefähr zu dieser Brücke da und dann werden wir da falsch gehen. Ja, so passt, das ist die Panzerstraße, da gehen wir dann hoch zu unserem Auto. Wir verstecken unsere Sachen und dann holen wir sie ab. Hier unser fitschnasses Handtuch, was ich ins Wasser geworfen habe, weil ich ausgerutscht bin, ja einmal. Ja, und... Da ist Pops Ausrüstung hingeschmissen. Da vorne ist ein Platz zum Hinsetzen. Da hinten habe ich ein kleines Klo gebaut. Und hier ist halt mein Frühstückstisch. Ungefähr von hier so runter darüber. Da ist mein Frühstückstisch. Und ich werde auch gleich frühstücken. So, ich habe nämlich einen Mordhunger. Papi trinkt seinen Kaffee und danach isst er. Da vorne diese Felsinformation gefällt Papi sehr, besonders die im Wasser. Die im Wasser kann man sogar gut klettern. Ihr müsstet mal herkommen. Aber passt auf, es ist wirklich super rutschig. Euch haut es bei jedem Stein möglichst auf die Nase. Aber diese trockenen Steine sind ganz toll zum Raufsitzen. Wirklich, ihr müsstet mal mit uns mitkommen. Auf diesem Stein platziere ich.